Seid gegrüßt, der Stream startet. Ich denke, ich fange einfach mal direkt an. Also, bevor ich hier loslege, gehe ich einmal kurz auf das Bild hier ein. Also, während des Streams werden wir jetzt einfach mal versuchen, oder was heißt versuchen, wir werden dieses Bild halt weitermalen. Und an dem sitze ich halt jetzt schon seit ein paar Wochen sogar schon, aber an sich insgesamt vielleicht ein paar Stunden, aber ich meine, seit ein paar Wochen nehme ich mir das jetzt vor zu machen. Und jetzt will ich es mal endlich zu Ende bringen. So, und ich erkläre mal, was ich bis jetzt hier bei diesem Bild gemacht habe. Ich habe hier als erstes mal, gucken wir mal der Reihe nach. Das muss rein, das. So. Also, wir haben hier. Es fing damit, alles damit an, dass ich erstmal das Line Art oder das grobe Line Art für diese Echsenmenschen gemacht habe. Das sind die Echsenmenschen aus Warhammer, aus dem Warhammer Fantasy Universum. Und erstmal hier rumprobiert, dass die Anatomie richtig stimmt und so. Auch Referenzen zur Hilfe genommen. Im Nachhinein plane ich jetzt noch den Kopf von dem Vorderlasten hier noch ein bisschen größer zu machen, weil das dann doch so ist bei den echten. Naja, jedenfalls, ne, da dahinter so ein Layer angelegt, wo einfach eine große Farbfläche ist, schon mal, um überhaupt die, das war sogar vor dem Line Art, muss man sagen, ne, erstmal um überhaupt so eine, wie soll man sagen, so eine Inspiration zu haben, damit man nicht vor einem weißen Blatt steht, ist immer ein guter Tipp. Erstmal eine Farbfläche anlegen, bevor man irgendwie auf weiß malt. So, und dann habe ich angefangen, erstmal grobe Farbflächen für die anzulegen. So, ne, die haben ja dieses türkise, helle Blau als Hautfarbe und dann diese Schuppen da auf den Rücken sind halt so dunkelblau. Gold mache ich immer für die als Grundton, als Grundierung mache ich immer diesen deepen Orangeton. So, und Holz und Zähne und so alles, was so, ja, das habe ich auf jeden Fall hier in so einem dunklen Braun gemacht. Das Hellen war einfach immer weiter Richtung Weiß auf. Die Schilder sind rot. Einfach, ich habe mich einfach an den Referenzen oder an den echten Echsenmenschen orientiert, an den echten Warhammer-Echsenmenschen. Dann ist hier was entstanden, noch auf Empfehlung von einem Kumpel, hier solche Flieger noch im Hintergrund zu machen und dass die auf so ein Tal niederblicken. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Daraufhin habe ich noch diese Palmen hier geaddet, so, damit auch noch ein bisschen mehr was los ist. Gucken wir mal, was wir draus machen. Und dann habe ich hier den halt schon mal ausgearbeitet. So. Und wir gehen jetzt gleich noch die anderen durch. Die werden halt nicht so heftig ausgearbeitet wie er. Er ist ja auch noch recht grob, aber schon, ich finde, so auf jeden Fall ausreichend. Wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden mit dem Bild. Also die anderen werde ich jetzt halt auch angehen, aber wie gesagt grob und dann haben wir das soweit durch. Erstmal mit den Echsenmenschen. Dann kommen wir mit dem ganzen äußeren Kram hier. Da kommen wir aber dann zu. So, lasst uns einfach anfangen. Ich checke irgendwann nebenbei noch ab, ob der Stream überhaupt wirklich online ist, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl habe, aber es scheint auch gleichzeitig schon zu laufen. Ja, also, wir gehen das einfach mal an. Wie könnte man... Ja, bei ihm habe ich halt jede Schuppe vorher gemalt. Bei ihm hier. Hat er jetzt, da sind die Schuppen schon im Line Art drin. Hier sind sie es nicht. Ja. Das kriegen wir schnell hin. Ich glaube, ich mache erstmal jede Schuppe so ein bisschen... Zumindest hier vorne in einem etwas helleren Ton. Dann geben wir da noch ein Highlight später. Und desto weiter es nach außen geht, sozusagen... desto weniger machen wir das. Wir haben hier ja auch, der Arm ist auch türkisfarben und nicht verschuppt. Oh ja, jetzt sehe ich auf jeden Fall, der Stream läuft auf jeden Fall. Soweit, so gut erstmal. Dann können wir ein bisschen blau enden. So. Aber das geht auch ruhig über die Schulter rüber. Sehr gut, sehr gut.
Falls ihr Fragen habt, stellt sie in den Chat. Ich beantworte gerne eure Fragen, wenn ihr welche habt. Dazu muss ich auch sagen, direkt ein großes Entschuldigung wegen den Lags. Es wird nämlich wahrscheinlich gute Lags geben von der Aufnahme. Dagegen werde ich nichts unternehmen können, da das Internet hier einfach bei mir mega mies ist. Dagegen kann ich nicht wirklich was machen. Bald ziehen wir um. Meine Freundin und ich ziehen bald nach Bielefeld. Voraussichtlich, sage ich mal, also hoffentlich, wenn alles gut geht. Und ja, bis dahin wird die Streamqualität noch ein wenig schlecht sein. Aber dafür dann werde ich das Video dann auch auf YouTube laden, in meinen Channel. Den Link dazu gibt's auch, den gibt's dann auch noch am Ende des Videos oder bei Facebook, wo ich das Video dann hochlade. Das Ergebnis, sag ich mal, ja. So, hier, da geht auf jeden Fall vieles weg. Na, erstmal machen wir hier gute Ausarbeitung bei dem hier. Erstmal ein bisschen vorankommen. Machen wir auch ein paar Highlights, wenn wir das schon... Gute bei so groben Farbflächen, wenn man die erstmal so grob anlegt, ist, dass man hat Spielraum. Erstmal hat man diese groben Farbflächen mega schnell gesetzt. Und der Vorteil ist einfach, dass man danach die sehr unterschiedlich interpretieren kann. Je nach wie man es braucht, sag ich mal. Ne, wenn man jetzt von weitem guckt, das geht schon fit mit den Schuppen da. Die Highlights funktionieren auch, zum Glück. Ja, gehen wir einfach weiter den Weg. Ist natürlich ein bisschen annoying, die jede Schuppe einzeln zu malen, aber am Ende wird das auf jeden Fall gut zur Wirkung beitragen. Was man auch nicht vergessen darf, ist der Verblauungseffekt, der bei den Viechern hinten mehr dran kommt. Da kann man aber im Nachhinein auch nochmal dran gehen. Mit Farbbalance Tool. Das ist ein mega geiles Tool, was ich gefunden habe. Also kein Tool. Das ist ein Adjustment Layer. Hier bei Korrekturen, ne? Also Korrekturebene. Adjustment Layer. Mega nützlich. Habe ich hier auch bei ihm mal angewendet. Ihr könnt es mal direkt auschecken. Farbbalance. So. Hier. Ich habe die Farbbalance einfach mal über ihn rüber geknallt, nur an ganz leichten Stellen, nur ganz simpel. Ich weiß nicht, ob man es direkt jetzt sehen kann, aber hier wird so leicht zu rot und dadurch entsteht einfach mehr Farbvariation. Und das ist einfach dann spannender fürs Auge, sag ich mal. Und es ist halt auch, wie gesagt, genial, um Verblauungseffekt nachträglich noch zu adden. Verblauungseffekt ist nämlich ein sehr gutes Mittel, um Dreidimensionalität darzustellen. So, nicht zu viele Highlights, ganz wichtig. Genau, wenn ihr was belichtet, achtet immer drauf, nicht zu viel, nicht alles gleich zu belichten. Größter Fehler. Macht man oft so. Man denkt so, hier auf der Schulter ist das Licht so, na dann muss es auch den kompletten Körper runter so sein. Ah, das ist eben dann nicht so. Also auch wieder spannend oder unspannend aufhellen. Ja, ist auch wieder immer so eine Sache. So, genau. Hier jetzt schön die Hand. Und er kriegt hier so ein ähnliches goldenes Armband wie er hier. Kann man direkt mal dran packen. Kriegt er direkt mal an die Hand. Ne, wenn ich jetzt Gold aufhelle, ich habe am Anfang diesen fast schon braunen, also rötlich-braunen Grundton und dann setze ich erstmal grobflächig etwas hellere Töne, die so ein bisschen ins Gelb gehen. So, dann nehme ich so eine Farbe hier, schon etwas heller und setze nochmal grobflächig, aber schon etwas weniger.
Genau. Und dann mache ich manchmal noch hier, dann verwische ich das erstmal ein bisschen. Ah, so ungefähr. Und dann nehme ich wieder eine Farbe heller auf. Okay, ich nehme die hier die ganze Zeit aus dem Farbwähler. Wir können es mal machen so, dass... nicht aus dem Farbwähler, sondern ich nehme die hier aus dem bereits bestehenden Bild. Wir machen es mal hier im Farbwähler. Ich gehe hier in die Farbe, in den Grundton, den wir haben. Hier, ne? Der ist der Grundton. Dann gehen wir hoch. Nach links auch ein bisschen. Und auch ein bisschen mehr ins Gelb. Wir können ruhig ein bisschen mehr. So, okay. Und jetzt draufsetzen. Und es kriegt so ein... Also von Weitem sieht es richtig shiny, richtig goldmäßig aus. Und das auch jetzt wieder gut. Auf einer Seite am besten nur verschwimmen lassen. Die andere Seite harte Kante lassen. Und bam, kriegt man so einen, ja, so einen Goldeffekt. Ne? Und dann kann man das Ganze noch abrunden, indem man noch mehr ins Hellgelbe geht. Und hier noch ein klein bisschen nach oben regelt. So, okay, probieren wir es nochmal. Hier wieder aufsetzen. Und diesmal richtig wenig. Hier auch wieder nur ein Punkt. Hier auch. Und dann ein bisschen wieder blurren. Nur in eine Richtung sozusagen. Und bam, hat man so ein shiny, shiny Gold. Und jetzt noch weiß am Ende, zu guter Letzt. Dann knallt das richtig. Highlights. Gut, jetzt am Ende kann man noch so, was hatten wir hier? Hier hatten wir sowas ähnliches, solche Linien, solche Ornamentlinien oder keine Ahnung, wie man das nennt. Einfach solche aztekischen Linien, die sich dann nochmal so durchziehen. Auch hier ist es durchaus nicht verboten, um einen Schritt zurück zu machen, wenn man sich falsch entschieden hat. Und bam, fertig ist das Goldarmkettchen. So. Ja, hier sind wir auch mit der Silhouette nicht ganz so klar, was nicht schlimm ist, denn die Silhouette werden wir am Ende richtig gut ausschneiden mit dem Shape Layer. Also ich nenne ihn einfach, ich habe den hier Shape Layer genannt, kann man nennen, wie man möchte. Heißt einfach, ich mache eine Ebene, wo ich die Silhouette des Charakters nochmal richtig bestimme. Und hier ist auch wieder Gold. Am besten ist es eigentlich, muss man sagen, alle Sachen, die Gold sind an einem Charakter, gleichzeitig zu vergolden. Weil wenn man das jetzt bei jedem Stück nochmal einzeln macht, nimmt man jedes Mal die Farbe doppelt sozusagen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man immer die Farbe nimmt und es bei allen Sachen, die man Gold machen will, halt einsetzt. Gut Gold machen alles, ne? Wir wollen ja, das ist ja schön, shiny gold, shiny, shiny gold. Genau, auf dem Prinzip, was ich euch vorhin erzählt habe. Und ganz wichtig, nicht alles belichten, nicht alles gleich belichten. Gut, jetzt haben wir hier diesen Stachel und den Stachel da hinten haben wir gleich belichtet, so wie hier. Aber an sich der Stachel selbst ist dann auch nicht komplett gleich belichtet. Also er hat hier diesen einen Punkt. Er poppt an einer Stelle besonders raus, sozusagen. Ja, wie sagt man, ja, die könnten man könnte diese Farbe hier nochmal aufnehmen, die ist ganz gut. Die hier einbringen. Die fehlt mir hier noch ein bisschen. Die fehlt mir auch ehrlich gesagt noch auf den Schuppen. Aber was soll man machen? Das kriegen wir auch noch hin. Das dauert alles, aber es wird sich lohnen. Machen wir auch gut ein bisschen. Hier kann man jetzt gut den Verlauf zwischen diesen farbigeren und graueren Schuppen machen. Auch mehr Farbvariation. Was wir immer gut wollen. Wir wollen halt, dass nicht alles einen Rotton hat. Oder alles den gleichen Grünton. So, das ist halt einfach öde fürs Auge irgendwie. Wenn man viele unterschiedliche... also wenn man einen Bus hat zum Beispiel und der soll gelb sein. Ne? Da ist klar, so, alles klar. Der ist halt überall gleich gelb. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Foto guckt, dann ist durch die unterschiedlichen Lichtquellen, die es nun mal gibt auf der Welt, der Bus auch an allen Stellen unterschiedlich gelb, wenn man sich das Foto ganz genau anguckt, beziehungsweise in den Farbwerten. Also mit Auge vielleicht jetzt nicht so leicht erkennbar, aber
ja, wenn man den Farbregler ranhält, dann sieht man den Unterschied. Und diesen Unterschied, den sieht man vielleicht nicht auf Anhieb, aber man fühlt ihn. Das heißt also, man sieht ihn und es lässt einem das Bild auf jeden Fall realer erscheinen. Ja, und wenn man's nicht hat, den Effekt, dann sieht man meistens. Deswegen sieht man auch dann doch manchmal auch die Fotomanipulation hinter manchen Fotos halt einfach. Weil solche Sachen da nicht beachtet werden. Da kann man auch sehen, wo ein Fotomanipulator wirklich Ahnung hat. Jemand, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, für ein Magazin oder was weiß ich, wofür Bilder verfälscht mit Photoshop. Ne, Fotos verfälscht irgendwie, keine Ahnung, für eine Ferienwohnung da irgendwelche Sachen macht. Gut, in Anführungsstrichen Laien werden es da immer schwierig haben, das so zu unterscheiden zu können. Aber jemand, der ein bisschen Photoshop bewandt ist, kann dann doch irgendwo recht schnell sagen, okay, ja gut, das ist geshoppt. Photoshopped. Und was passiert jetzt hier? Ach ja, gut. Ja, nee, alles gut. Genau, nee, ein Laie wird halt das nicht richtig unterscheiden können, aber Photoshop bewandte doch. Und mit solchen Tricks zum Beispiel, es ist jetzt nicht für Fotomanipulation der beste Tipp, aber an solchen Sachen sieht man es unter anderem auch mal, wenn das nicht stimmt, das Foto. Ich muss mal gucken nochmal, bei mir rechts, wenn ich jetzt auf den Stream gucke, er steht einfach nur. Es passiert einfach gar nichts da. Es nervt wirklich, weil ich hatte wirklich, ich hatte gutes Internet oder relativ gutes Internet jetzt immer, aber der PC war nicht gut. Jetzt habe ich mir einen neuen PC zugelegt, aber jetzt ist das Internet schlecht. Es ist Taglife halt, ne? Es ist halt einfach. Es ist halt einfach, dass das Leben legt einem immer wieder Steine in den Weg. Nein, alles gut. Nee, jedenfalls, bald wird das Internet besser sein. Bald wird der Internetgott wieder besänftigt. So, und jetzt bin ich am Rumprobieren hier, weil diese Stelle ist ein bisschen tricky, wie ich das jetzt angehe. Denn die ist in der Skizze gar nicht mal so klar. Das heißt, Interpretation an dieser Stelle, Interpretation einfach mal der Skizze. Kriegen wir hin. Mal sehen, ob schon jemand im Chat was geschrieben hat. Nee. Gut, gut, gut. Ja, das Problem ist einfach das Internet. Ich sehe es doch selber, der Stream. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Ja, der Stream ist einfach... Also bei mir steht das Bild, zeigt auch Sachen, die ich echt vor langer Zeit gemacht habe. Also ein bisschen Delay ist immer. Das ist von Twitch so eingestellt. Das ist immer so, ich weiß gar nicht, drei Minuten, bis zu drei Minuten, glaube ich, einen Delay gibt. Also so eine Zeitverschiebung. Aber, naja, ich weiß auch nicht. So, auf dem Knie wieder etwas mehr Licht. Es ist knifflig mit diesem Knie hier. Ich bin nicht ganz zufrieden damit bis jetzt. Wir müssen mal gucken, was wir draus machen. Auf jeden Fall machen wir hier das Knie schön aus. Mal. Solltet ihr Musik im Hintergrund hören? Ich habe mir mal irgendwie im Internet habe ich mir mal einen coolen Radiosender gefunden. Der heißt Nirvana FM. Ich muss mal gerade. Ich sende euch den Link am Ende des Videos. Ich finde das immer ganz chillige Musik. Da laufen auch Boards of Canada. Boards of Canada. Kennen vielleicht nicht allzu viele, ist aber auf jeden Fall geniales Zeug. Und was soll ich sagen? Es ist halt einfach. Da läuft echt geniales Zeug auf diesem Radiosender. Ist immer gut zu hören, vor allem beim Painten. Beim Painten will man gern so chilliges Zeug, ne, dass man gut die Laune bewahrt. Dass man nicht irgendwann dass man nicht irgendwann exhausted ist, nicht irgendwann
aufgebraucht ist, keinen Bock mehr hat, sondern will man immer schön ruhige Musik. Und ja, deswegen ist meistens Radio ganz gut, weil die ganze Zeit sich immer wieder Tracks rauszusuchen, kann man machen, mache ich ja, habe ich auch früher gemacht, aber ich muss sagen, im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich sowas habe, jetzt wie so ein Radiosender da, wo ich halt immer einfach den laufen lasse, weil es geht an die Nerven. Wenn man immer wieder malt, man ist im Flow und auf einmal läuft wieder ein Song, den man nicht mag, ja gut, alles klar, ab dafür, raus aus dem Flow, raus aus dem Zeichenflow, ja, nur um den Song wieder zu aktualisieren, nervig. Deswegen gar nicht erst so dazu kommen lassen, einfach direkt, einen Radiosender, auf dem immer ganz gutes Zeug läuft. Da kommen auch ab und zu natürlich Tracks, die einen annerven. Aber so ist es bei Radio wahrscheinlich immer. Keine Ahnung. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Radiosender gibt, der genau immer das Lied spielt, was ich gerade hören will, beziehungsweise der es schafft, nicht immer mal irgendwie von Zeit zu Zeit mal irgendwas zu spielen, was ich richtig nicht leiden kann. Weil, ja, keine Ahnung. Geschmäcker sind halt verschieden. Was der DJ gut findet, heißt ja nicht, dass man das selber gut findet. Ne? So, wir machen hier die Clown. Ja, was gibt es zu erzählen bei den Clown? Die Clown mache ich meistens auch in diesem Braun. Clown und Zähne sind dafür immer ganz gut geeignet. Und dann mache ich auch hier wieder richtig hell. Ähnlich wie beim Gold so ein bisschen, nur weniger. Weniger shiny, weniger Dinge. Es ist halt kein Metall, ne? Aber es ist ja trotzdem, keine Ahnung, also shiny ist immer gut. Immer gut Highlights setzen, sag ich mal. Das ist immer ganz wichtig. So, hier freue ich mich schon auf die Silhouette, die ein bisschen klarer zu machen, weil die hier nicht so ganz klar ist. Ich muss mal gerade gucken, wie das ohne die Grundierung aussieht hier an der Stelle. So, und jetzt sind wir am Problem, zu dem man kommt, wenn man ein Bild lange nicht weitermalt. Wenn man ein Bild lange pausiert, dann fängt man nämlich an, nicht mehr zu wissen, was man mit der Skizze an manchen Stellen gemeint hat. Jetzt nicht so wild, klar, aber naja. Hier jetzt gerade muss ich doch grübeln. Was hatte ich damit nochmal gemeint? Was wollte ich hiermit nochmal erzählen? Oder was wollte ich hier nochmal für ein Körperteil malen, sozusagen. So, wir haben jetzt jede Schuppe einzeln gemalt. Klingt nach einem Haufen Aufwand, aber ganz ehrlich, das war doch jetzt keine Ewigkeit. Und wir sind fertig und es sieht gut aus. Man kann jetzt auch darüber reden, oh, mach doch einen Schuppenbrush und ne, mach doch mal hier ein bisschen, dass du das schneller machst, dass du da einmal rüber malst und die Schuppen sind alle da. Aber das wird nie so aussehen, wie wenn man jede Schuppe einzeln wirklich setzt und jede Schuppe einzeln highlightet. Gut, man kann sagen, man könnte alle Schuppen vormalen lassen. Wie sagt man? Also von diesem Brush vormalen lassen. Von diesem Schuppenbrush, den man dann erstellen würde. Und dann einfach ausgewählte Schuppen aufhellen. Das geht natürlich. Kann man auch machen. Aber dann kann man trotzdem nicht die Schuppen so einzeln perspektivisch, sage ich mal, setzen, weil manche Schuppen sind halt mehr um das Bein herum, also flacher von der Perspektive her, und manche Schuppen sind halt zum Betrachter hingerichtet, also breiter. Und ja, anstatt uns da jetzt irgendwie erst mit dem Brush abzuquälen, dass wir einen vernünftigen Brush dafür erstellen und dann das alles noch anpassen, können wir es auch gleich so erstellen. Ich meine, ganz ehrlich, wie gesagt, das hat doch nicht lange gedauert. Und der andere hier oben, der hier, der hat ein paar Schultern, paar Schuppen auf den Schultern und eine auf dem Oberschenkel. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass das ein Grund wäre jetzt dafür. Also hätte ich eine Armee von Echsenmenschen, ja, dann wird auch eine Echsenmensch nicht so sehr ins Gewicht fallen. Und dann könnte man auch sagen, okay, ja gut, dann mache ich doch ein komplett, dann mache ich doch die Echsenmenschen komplett mit speziellen Brushes, die ich dafür extra anlege. Aber
Wir haben drei Ex-Menschen und drei Ex-Menschen sollen gute Details haben an der Stelle, gute eigene, die sollen alle einen kleinen Charakter in sich haben, das wollen wir erzielen. Und am ehesten erzielt man das, wenn man tatsächlich jedes einzelne Ding von denen malt. So, ganz einfach. So, er hier wird auf jeden Fall so ein bisschen, ich finde ihn, er ist so ein bisschen dreister, ein bisschen böser. Er soll auf jeden Fall der nette Held sein, so ganz klar, so von der Idee her, der Mutige, der Teamanführer, alles klar. Er ist auf jeden Fall so ein bisschen betrügerisch, aber trotzdem halt auch treu. Und er da hinten, das ist auf jeden Fall der starke, aber auch nicht ganz so intelligente, aber auf jeden Fall treue Kompagnon. So, was noch ganz cool ist, was für ein Trick noch ganz cool ist, um auch die Zeichnung nochmal extrem aufzuwerten, ist den Brush einmal kurz etwas kleiner zu machen oder etwas kleiner, auf jeden Fall richtig klein zu machen und solche High Detailed Shit hier mit reinzubringen, so zum Beispiel halt diese Risse jetzt. Habe ich hier oben bei ihm auch schon gemacht, so Risse reingepackt. Es ist einfach, dann kriegen die Charakter noch mehr Geschichte. Ne? Man muss sich überlegen, das sind Ex-Menschen, das sind Krieger, die ziehen durch den Dschungel, die kämpfen für ihr Land, für ihre aztekischen Tempel da, für ihre aztekisch aussehenden Ex-Menschen-Tempel. Und diese gehen auch nicht ohne Namen aus der Schlacht. Verdammt nochmal, es sind halt Veteranen. So. Und dadurch gewinnen die auch noch mehr, mehr Story einfach. Die kriegen einfach mehr Story, wenn man denen ein paar Namen gibt. Und das Auge kriegt was zu entdecken, das heißt, man kann das Bild sich auch länger reinziehen. Bin mit seinem Gesicht ganz zufrieden, wie es jetzt so ist. Auf jeden Fall soll er in die Ferne gucken. Genau. Ja, das geht eigentlich fit. Hier. Das können wir für die Zähne auch nehmen. Was haben wir hier für eine Zahnfarbe? Ach, machen wir lieber die. Ich versuche hier doch jetzt tatsächlich die Zähne und die einzelnen Komponenten doch tatsächlich in den Farben zu machen, überall gleich. Also er ist da hinten kriegt genau die gleichen Farben wie der da vorne. Was rein theoretisch unmöglich ist. Aber wir werden das auch ändern. Aber wir werden das ändern mit ein paar Mausticks. Und das heißt, wir können uns jetzt schön bedienen an den Farben, die wir hier kriegen. Hier machen wir es so. An den Farben, die wir schon uns mühselig, sag ich mal, rausgesucht haben. An denen bedienen wir uns jetzt einfach mal. Und später werden wir mit dem Color Adjustment Layer ein bisschen Farbvariation reinbringen. Ihr werdet schon sehen, das hört sich vielleicht jetzt noch konfus an, aber... Also wir müssen auch mal gucken, wie lange wir malen. Ich wollte heute noch ein bisschen worken, ein bisschen arbeiten für Crosscode. Wie viel Uhr ist es jetzt? 21, 20... Tja, eigentlich müsste ich schon aufhören. Aber gut, nee, wir machen noch ein bisschen. Genau, letztendlich mache ich das ja auch gerne hier für euch. Und auch für mich. Ich meine, ich will ja das Bild auch fertig kriegen. Deswegen machen wir das hier überhaupt alles. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der hier gerade zuschaut. Ob das Video später bei YouTube oder bei dem Stream jetzt gerade live. Ich sehe zwei Watcher gerade. Aber ich sehe auch, dass der Stream immer wieder stehen bleibt bei mir. Es ist einfach frustrierend, wenn das Internet nicht geht. Oder nicht vernünftig geht. Das Problem ist, das Internet ist nicht so gut, ja. Und ich habe auch noch zwei Leute hier im WLAN, die internetaufwendiges Zeug machen, sozusagen. Aber es ist nicht schlimm. Ja, guck mal hier, jetzt kriegt er so ein bisschen so ein Froschgesicht, so. Was? Ich? Ich muss schon wieder ran? Oh, und hier unten unter dem Kinn kann man gut Dunkelheit andeuten. Habe ich auch hier gemacht. Ja, hier gefällt es mir im Nachhinein sogar nicht mal so sehr, aber gut, naja, passt schon.
That worked schon, that worked schon. Habe ich jetzt hier oben, das ist die gleiche Farbe und das ist eine andere Farbe, ja, okay, alles klar. Ja, die haben hier, habe ich gesehen, die Figuren selbst, also diese Tabletop-Figuren, haben hier solche, wie nennt man denn das? Das hatten, glaube ich, früher die Triceratops hatten das. An den Kinnhaken, oder wie man das nennt, hatten die nochmal so runde, abgerundete, abgekantete Hörner. Die waren hier an diesen... ich habe voll vergessen, wie das heißt. Nee, weiß ich gerade nicht. Weiß ich auch nicht. Werde ich auch nicht drauf kommen. Naja, jedenfalls, ne, ihr wisst, wo ich meine. Ne, wenn man jetzt ein Gesicht hat, dann hat man hier diesen Kinn. Dieses Kinn-Ding hier. Das da. Und, ja, da hatten die Triceratops aus dem Jura oder wann die gelebt haben, hatten die diese Teile. Und das haben die auch hier in diese Figuren mit übernommen. Und das finde ich auch echt cool, das Teil. Also deswegen, ich will das unbedingt drin haben. Na, hier machen wir ein bisschen Shadow. Und der Shadow zieht sich auch hier lang. Ne? So, alles klar. Ja, das geht schon fit. Das geht schon so. Das funktioniert. Ja, wir wollen halt, wie gesagt, fertig werden. Wir arbeiten nicht alles bis ins Unendliche aus. Ich könnte jetzt hier hingehen und sagen, oh, guck mal hier, ne, alles so, und jetzt hier wollen wir auch noch ein bisschen so, alles klar. Aber wie gesagt, ne, wir haben hier noch zwei, wir haben noch einen weiteren auszuarbeiten. Übrigens einmal speichern. Wir haben noch einen weiteren auszuarbeiten. Ihn müssen wir auch noch komplett fertig machen. Und dann haben wir hier im Hintergrund noch diese zwei Flugsaurier. Also wir werden genug zu tun haben mit dem Bild. Ich glaube auch, dass ich nicht alles in diesem Stream hier ausarbeiten werde. Das wird einfach... Ich weiß es nicht. Es wird einfach zu lange dauern, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so interessant fändet, hier die ganze Zeit zuzugucken, wie ich die Sachen ausarbeite. Aber ich dachte mir, es ist mal ganz cool, wenn ihr das so auf Anhieb einmal seht, um überhaupt zu sehen, wie man mal ausarbeiten kann, was es so für Wege gibt. Ich weiß ja nicht, wie ihr ausarbeitet. So. Ich mache so. Ich habe mir das... ich habe mir das mal angeguckt, wie Mr. Jack das macht. Mr. Jack, bin ich ein großer Fan von. Krasser Typ, arbeitet bei Blizzard. Das ist jetzt nicht das Highlight. Aber ich finde einfach seine Art, seine Bilder, wie er sie angeht, so wie er sie ausarbeitet, wie er sie überhaupt, wie gesagt, wie er sie angeht, damit meine ich, wie er skizziert. Locker und ach, ich finde einfach geniale Art, wie er das macht, und dann habe ich mir auch halt einige Sachen von ihm angesehen, auch Tutorials sozusagen, wie man das angeht am besten, und daher habe ich auf jeden Fall viel von meinem Wissen. Also kann ich euch nur raten, guckt euch Tutorials an, es hilft enorm. Guckt euch übrigens auch, wenn ihr jetzt irgendwie was malt, guckt euch Referenzen an. Referenzen, damit meine ich alles. Fotos, andere Illustrationen, alles was ihr in die Finger kriegt, denn das wird nochmal echt helfen, eure Visual Library aufzuforsten, oder nicht aufzuforsten, nee, aufzustocken, so genau. Ja, also, was meine ich mit Visual Library? Ganz klar, die visuelle Bibliothek, also die Anzahl an Ideen und Informationen, die ihr designmäßig habt. Das heißt, beispielsweise, ihr sollt ein Auto designen, kriegt den Auftrag, design mal ein Auto, ein originelles, dann könnt ihr gar nicht ein komplett neues Auto erfinden. Es ist unmöglich. Ihr werdet immer auf irgendwelche bestehenden Designs zurückgreifen. Und allein vom Unterbewusstsein her, selbst wenn ihr es nicht wollt. So. Und das Ding ist, wenn man sich halt eine gute Bibliothek an visuellen Eindrücken, sag ich mal, vorher verschafft hat, dann hat man auch mehr zur Auswahl. Mehr kann man wählen. Und das ist für Klientarbeiten, beziehungsweise überhaupt Arbeiten in der Industrie, mega wichtig. Beispielsweise, man stelle sich vor, euer Boss will, er will ein Auto designt haben, was Düsen hat.
aber ihr habt immer nur Autos gemalt, die Räder haben. So, wo setzt man die Düsen? So, weiß man vielleicht gar nicht. Gut, es wäre vielleicht denkbar, die bei den Rädern zu setzen, aber nehmen wir mal an, es ist halt irgendwas anderes, wo es ein bisschen kniffliger ist. Auf einmal steht man da. Ne, deswegen eine gute Visual Library zu haben, eine große visuelle Bibliothek zu haben, unter der man gut auswählen kann, ist immer ein großer, großer Vorteil. Weil dann kann man auch sagen, ich kann dir alles malen, was du möchtest. Ja, aus dem Kopf. Deswegen guckt euch die Sachen vorher an, arbeitet vorher die Sachen aus, arbeitet vorher mit den Sachen, dann könnt ihr irgendwann sagen, ja, guck mal, mache ich mal so und ich gucke dabei auch kein Foto an. Ja, gut, dazu muss man auch sagen, es reicht nicht nur, das Foto abzumalen und dann sagt man, ja, okay, jetzt habe ich's. So, das war's, ne? Nee, man muss auch am besten noch, was ganz gut ist, oder um das wirklich absolut zu verinnerlichen, ist das Design ähnlich abgewandelt. Ne, man kann halt die Design-Elemente anders anordnen, dann hat man halt immer noch das Design, aber hat halt die Elemente anders angeordnet. Dann hat man das Design tatsächlich verstanden. Vorher malt man halt nur ab vom Foto, alles klar. Aber dann, wenn man das halt selber erstellt, in einer anderen Variation, dann hat man das Design tatsächlich verstanden und auch verinnerlicht. Und ab dem Moment kann man auch, wenn man jetzt neue Designs schafft, das mit einbauen und mixen mit anderen Designs, die man anderswo aufgeschnappt hat oder die man sich vielleicht sogar hier und da doch komplett selber ausgedacht hat. Aber wie gesagt, das kommt meistens dann auch immer aus irgendwelchen Unterbewusstseinsquellen. Also ich sag mal, letztendlich basiert ja alles, was wir malen, was wir erstellen, basiert ja alles auf irgendwas, was wir kennen oder was eine Abwandlung ist von dem, was wir kennen. Es ist halt unmöglich, etwas, wie soll man sagen, etwas komplett Eigenes zu erschaffen. So. Das ist jetzt so gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass jetzt manche sagen, aber man kann auch was Eigenes erfinden, aber nee, also das ist halt immer eine Abwandlung oder eine Übertreibung oder sowas von etwas, was es wirklich gibt. Was komplett Eigenes, das ist nochmal ein anderer Schritt. Man muss sich halt etwas vorstellen können, was es eigentlich gar nicht gibt, und das ist halt irgendwie unmöglich, keine Ahnung. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel in Star Wars, ne, simples Beispiel, Star Wars. Ja, in Star Wars, da gibt es doch auch Aliens, die gibt es in echt nicht. Ja? Falsch. Es gibt die zwar in echt nicht, aber es gibt die halt, keine Ahnung, alle Bestandteile von so einem Alien gibt es bei echten Kreaturen. Und wenn dem nicht so ist, dann gibt es diese Bestandteile trotzdem auch noch woanders. Also beispielsweise, ach ja, bei Star Wars fällt mir gerade auf die Schnelle. Wie wäre es denn mit? Nee, ich weiß echt gerade kein gutes Beispiel bei Star Wars, wo irgend so ein Tier ist, was wirklich komplett fremdartig aussieht. Keine Ahnung. Es gibt das Spiel von Star Wars hier, Knights of the Old Republic, da, aber das kennen halt nur manche. Da gibt es halt so ein Vieh, was wirklich mega abgedreht ist. Aber auch das ist auch einfach nur ein Mix aus ein paar Tieren in der echten Welt, ne? Oder beziehungsweise, es hat die Haut von dem Tier, dann irgendwie den Hals von dem, also, ne? Wie gesagt, Mix aus solchen Tieren. So, wir arbeiten weiter aus. Wir sind hier beim Schild. Wie habe ich diese helle Farbe vom Schild gefunden? Ganz easy. Erstmal habe ich das Schild so grob reingemalt, ne, mit diesem dunkelsten Ton, hier dieser hier, ne, so. Und dann bin ich auch hier ein bisschen nach oben, ich glaube, ein ganz kleines bisschen nach Richtung Gelb. So, und dann habe ich gemalt und tatsächlich bin ich sogar noch mehr Richtung Gelb gegangen. Vielleicht etwas weniger. Na jedenfalls, ne, so in dem Bereich. Ja, hier, jetzt haben wir es. Und ein bisschen dunkler. So, aber auf jeden Fall, so bin ich auf jeden Fall auf diesen Ton gekommen. Keine Ahnung. Das ist einfach wie beim Gold. Also das Gold ist eigentlich ein guter
Alles Gold ist eine gute Sache, finde ich. Gold ist mega einfach zu malen. Also, beziehungsweise mega einfach geil zu kriegen. Klingt jetzt bescheuert. Ich meine, es ist halt mega einfach hinzukriegen, dass es sehr echt aussieht. Mit diesen einfachen Tricks. Einfach, ne, dieses Farbe für Farbe immer neu nehmen und hinpacken. Das ist kein Aufwand. Wenn man es einmal verstanden hat, ist das kein Aufwand. Und es sieht gut aus. Man, also, es, ich denke nicht mal viel nach, wenn ich das Gold male. Ich mache es einfach und am Ende bin ich immer selber immer wieder überrascht davon, dass es einfach funktioniert. Ja, genau dieses Prinzip kann man auch hier anwenden, bei Schild oder so, bei allen Farben, die man so angeht. Nicht alles belichten, Farbe hochgehen, also beim Farbton, also bei der Farbhelligkeit und auch bei Sättigung ein bisschen zusetzen oder abnehmen, je nachdem. Und im Regenbogen Richtung Gelb. Dann kommen wir auf jeden Fall immer dem Echtheitsgrad näher. Es würde sich ja eigentlich fast lohnen, für 2 Monate jetzt das Internet nochmal vielleicht irgendwie. Ich muss mal bei dem Internettypen anrufen, bei unserem Internetanbieter, und mal fragen, wie es denn aussieht da mit Kosten und wenn man das Internet jetzt schneller haben möchte und ne, wenn man und so weiter und so fort, ob das dann irgendwelche Beeinträchtigungen hätte für das Internet, was zurzeit da ist, also ob das dann lange weg wäre oder was weiß ich. Und dann könnte man ja überlegen, das vielleicht noch für die letzten 2 Monate doch besser zu machen. Weil in letzter Zeit wird das Internet wirklich hart hier ausgereizt und es wäre eigentlich ganz gut, wenn, wenn das ein bisschen besser wäre. Wenn das ein bisschen mehr aushalten würde. So, ein Problem bei dem Schild ist, fällt mir gerade auf, das Schild wird ja gehalten von ihm und man sieht gar nicht seine Faust. Aber das kriegen wir hin. Wir machen hier erstmal, die Hand. Grob machen wir hier die Hand vor und fangen schon mal an, auch da wieder ein bisschen aufzuleiten. Ich, wie ihr seht, ich fange wirklich mit einem dunklen Grundton an und letztendlich arbeite ich dann von dunkel auf hell, aber auch ein klein bisschen von hell auf dunkel vereinzelt. Ja. Nehmen wir mal hier das Grau, was das hier ist. Und hellen Sie mal, ich weiß schon, dass es zu, es wird erst zu hellgrau, dann wird es zu mega hellgrau, oh, ganz wenig nur, tak tak, hier, und dann kommen die Highlights weiß, hier einer und da, das sollte schon reichen. Und das gleiche machen wir mit dem Brillen. Und das verschwindet hier hinter der Hand und geht hier hinter der Hand nochmal hin. Und mal jetzt hier noch ein bisschen Bronzer. Und schon trägt er das Schild in der Hand. Aber noch nicht perfekt. Ich weiß leider gerade gar nicht, ob die heftige Nägel haben. Aber ehrlich gesagt, ich glaube schon. Und aus diesem Grund werden wir ihm jetzt hier noch einen heftigen Nagel geben. Und hier auch.
Ja, das passt schon. So, und jetzt machen wir hier, wir nehmen das von dem Fuß, mal hier die Nägel aufhellen. Na, schon hält er den Schild mit seiner Faust fest. So, er hat noch diese zwei goldenen Stacheln da vorne, die machen wir auch noch dran. Gut ist, wir haben jetzt hier unser Gold. Ne, wenn man einmal dieses Gold schon so aufgehellt hat, dann kriegt man auch schnell den Rest hin. Ah, hier, und dann machen wir direkt noch eine Schiene davor, das wird auf jeden Fall gut wirken. Hier nochmal ein heftiges Gelb. Und jetzt nochmal Weiß. So machen wir es. Na, jetzt auf einmal kommt das richtig raus. Machen wir hier. Das sind so Stacheln, das sind so Nieten. Ja, kennt vielleicht noch irgendwer diese Nietenarmbänder, die so mega lange Nieten hatten. Das war mal eine Zeit lang auch irgendwie bei so Gothics sehr innen, vielleicht jetzt auch immer noch. Auf jeden Fall, die Teile haben die auch nur aus Gold halt, ne? So diese, alles aus, also alles, was Metall ist bei den Echsenmenschen ist aus Gold. Ich glaube, das ist, wie gesagt, alles inspiriert von den Maya. Oder von den Azteken. Und zwar, ich glaube, die konnten irgendwie... wie war das denn? Ich weiß es gar nicht. Bei denen war auch vieles aus Gold. Aber, ja. Ja, jedenfalls, das hatten die gern. Gold. Mochten sie. So, Leute, immer speichern. Mega wichtig, immer speichern. Steuerung S. So einfach ist das. Wieso sollte man das vergessen? So. Gar keine Frage. Also hier machen wir noch ein paar Stacheln. Ich habe die hier irgendwie ausgelassen. Ist jetzt nicht weiter tragisch, nur wundert mich ein bisschen. So, die Stache muss ein bisschen schon vom Verlauf betroffen sein. Aufhellen, ein bisschen. Nicht alles gleich aufhellen. Ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig. Großer Fehler von vielen Anfängern und auch von mir als Anfänger. Ich habe alles gleich aufgehellt. Ich dachte mir, wenn es da hell ist, so, dann muss es überall so hell sein. Im Grunde habe ich auch den Fehler hier beim Gold gemacht, ganz klar. Also verurteilt mich jetzt nicht, das ist alles Teil meines Plans. Ich zeige es nochmal hier. Wir neben diesem Farbkorrektur, was wir hier gemacht haben, wo es leicht ins Rot geht, das Blau, das werden wir auf jeden Fall nochmal auch auf den unten links da anwenden, mache ich noch die Tonwertkorrektur. Und die Tonwertkorrektur, mit der mache ich bei ihm nochmal beim Gesicht mehr Kontrast. Und das bringt sein Gesicht halt noch mehr zum Rauspoppen. Und er tritt nochmal richtig hervor. Und genau das gleiche machen wir hier, nur wahrscheinlich umgekehrt. Also ich werde dem anderen weniger Kontrast geben und der Kopf hat schon meiner Meinung nach genug Kontrast dafür, dass er so weit da hinten ist. Verblauungseffekt, etc. So, wir machen weiter. Wir machen einfach weiter. Das läuft hier ganz gut. Ja, ich sehe auch, wie gesagt, der Stream läuft nicht. Aber ihr könnt das Video dann ansehen. Ich brauche es nicht immer wieder zu sagen. So, hier hinter ist immer ein bisschen tricky. Ja. Also das Gute ist, es ist der hintere, ja. Und das ist wahrscheinlich auch gerade der Grund, warum ich Schwierigkeiten gerade habe, meinen eigenen Sketch zu lesen. Es ist der hintere. Der hintere braucht nicht so viel Detail, ganz ehrlich. Ne, das ist ähnlich wie mit der Helligkeit. Wenn man alles gleich hell macht, dann wird's unspannend, weil man hat halt keinen Fokuspunkt, man hat auch nichts, was rauspoppt. Und wenn man alles gleich ausarbeitet, dann hat man auch nichts, was
wirklich rauskommt. Und genau das machen wir gerade hier. Wir arbeiten ihn nicht so sehr aus. Wir arbeiten ihn aus, aber nicht so heftig wie den vorderen. Und das ist gut. Das ist nicht, weil wir faul sind oder weil wir es nicht können oder weil es uns schwerfällt, wie gesagt, wegen dem Sketching. Nein, das Sketching hatte ich damals auch so unklar gemacht, eben weil er halt im Hintergrund ist und nicht so viel. Ich wollte ihm von Anfang an nicht so viel Ausarbeitung geben. So, und wir sind hier auch jetzt eigentlich fertig mit ihm. Ach nee, sein Schwert. Habe ich ganz vergessen. Okay. So. Sein Griff. Den Griff kriegt er hier rein. Kriegt er schön vor die Zehenklaue, die mir auch nicht gefällt. Zum Glück. Perfekt. Ja, manchmal kommen die Sachen einfach genau gelegen. Muss man echt sagen. So. Und jetzt ist ein kleiner kniffliger Punkt. Wir haben hier nämlich Gold und Holz. Aber das Holz ist die gleiche Grundierungsfarbe wie das Gold. Zumindest bei diesem Bild. Und das führt jetzt hier vielleicht ein bisschen zur Verwirrung. Da muss man halt einfach drauf achten. Ist jetzt nicht schlimm. Kriegen wir hin. Aber nur für euch jetzt. Als Tipp. Wenn ihr grundiert, merkt euch, was ist. So, das hier ist auch soweit so gut. Ich will noch, irgendwie will ich noch so ein Ding hier. So. Alles klar. Und Leather. Gut, das Leder hier von dem Dingens, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch nicht ganz zufrieden. Da müssen wir... Aber jetzt hier hinten wirkt. Ja, hier hinten wirkt es doch. Da vorne wirkt es nicht so gut. Ja, manchmal ist man halt einfach nicht so zufrieden mit dem, was man macht. Das ist auch ganz normal. Wichtig ist, dass man sich dann nicht irgendwie... runterkriegen lässt und denkt, oh nein, sieht nicht so aus, wie ich will, ich krieg's auch nicht besser hin, nee, dann lasse ich es lieber ganz bleiben. Größter Fehler, den man machen kann, immer weitermachen, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Es gibt ja diesen Spruch, kein Profi ist vom Himmel gefallen oder so. True Story. Üben, üben, üben. Üben, üben, üben. Man kann nicht genug üben. So. Das nervt mich doch alles hier mit der Perspektive. Hard Perspective Props. Immer wen. Ja, alles hin. Grobflächig erstmal den ersten Goldton aufbringen, über diesen Grundton, den man da gemacht hat, über die Grundierung. Dann den nächststärkeren Goldton ausgewählt aufsetzen, aber immer noch großzügig. Oh man, der Track ist echt genial, der gerade läuft, ohne Spaß. Man hört so ein Klavier. So, das klimpert so heftig, aber ich finde das genial. So. Hellen wir jetzt auch hier das Gold auf. Sieht ja immer noch sehr matt aus, ne? Grund dafür, ihr wisst es, Highlights fehlen. Also gehen wir hier ins sehr helle Gelb und setzen das auch noch etwas großzügig, aber schon auf jeden Fall etwas bedachter ein. Und jetzt kommt das Highlight. Hier Highlight, da Highlight. Wirklich ganz wenige Stellen noch, ganz wenige. Das reicht schon. Die Waffe sieht da hinten so ein bisschen klein aus. Ich finde, an der Stelle hat sie echt Interpretationsfreiheit. So, den Holzton, der ist tatsächlich so dunkel. Ich habe nochmal geguckt. Ich war auch erst überrascht, dachte so, haben die nicht so Holzplanken da drin, die so richtig Holzfarben sind? Nee, die haben so ein dunkles. Ich glaube, das ist auch typisch Dschungel. Bin mir aber nicht sicher. Dschungel, Holz, ist doch irgendwie Ebenholz. Ist doch irgendwie dschungelmäßig, keine Ahnung. Wäre mal eine gute Idee, das nachzugucken.
Und hier haben die so Goldknöpfe drauf. Richtig heftige Goldknöpfe. So. So, ich sage ehrlich, das hier ist ein bisschen eine abgewandelte Form von dieser Axt. Normalerweise mache ich das nicht. Normalerweise bleibe ich wirklich dem Design komplett treu. Aber ich finde an der Stelle, ich finde, ja, das wäre doch mal cool, wenn er so eine Kurzaxt hat sozusagen. So eine Kurz. Das ist halt irgendwie so ein Nagelbrett, was die haben. Aber aus Stahl und aus Gold. Ja, er hat halt so ein kleineres. So ein Flegel. Auch hier wieder gut aufhellen. Bei Silber gilt absolut 100% das gleiche wie bei Gold, nur alles mit Grautönen. Nicht gelb, nicht braun, einfach Grautöne. Und auch wieder Highlights nicht vergessen. Ich habe hier, ich glaube, er hat noch nicht die, die Highlights an der Stelle. Mal. Nur noch N. Ich hatte hier noch keine gesetzt, weil ich da gerade aufgehört hatte. Letztes Mal. Übrigens fällt mir auch ein, ich habe für dieses Video hier, also ich sag mal, ihr seid ja jetzt eingestiegen, hier zuzugucken, als die X-Menschen schon relativ weit waren. Und ich habe so eine kleine Conclusion gemacht jetzt, was eine kleine Introduction, wie dieses Bild bis jetzt entstanden ist. Und ihr könnt euch den Werdegang ansehen. Ich habe den nämlich aufgenommen. Fällt mir gerade ein. Und also wenn ihr wollt, könnt ihr euch den auf jeden Fall ansehen. Ich werde einen Timelapse davon hochladen. Sobald das Bild fertig ist. Ja. So. Dann kommt das auch hier in den Videolink. Timelapse-Link. Dann wird das ja ein Tutorial aus einigen Minuten oder einer Stunde dieses Bildes und das andere Video wird halt einfach komplett alles zeigen, wie das Bild entsteht, ohne Kommentar. Ein bisschen cooler Musik oder sowas, keine Ahnung. So. Ja. Wir haben den zweiten Charakter fertig. Ich finde, er ist halt auch relativ doll ausgearbeitet dafür, dass er da hinten so rumsitzt oder hinten da chillt. Aber das ist auch ganz gut. Also ich sag mal, ich muss mich allgemein einfach mehr dran gewöhnen, noch mehr die Sachen auszuarbeiten. Für mich ist das hier schon viel ausgearbeitet. Für viele ist das zu wenig. Die sagen ganz klar, ey, das ist so wenig ausgearbeitet, der ist doch gerade erst im Skizzenstadium. Gibt wirklich Leute, die jetzt erst mit dem Ergebnis im Skizzenstadium sind. Nur leider ist das dann bei denen nicht so dynamisch. Gut, jetzt zu behaupten, meins wäre dynamisch, das ist natürlich Eigenlob oder keine Ahnung, wie man das nennt. Aber auf jeden Fall, nee, ich will auf jeden Fall sagen, das ist bei den anderen dann wesentlich statischer. Und dann müssen sie auch noch das, also ich sag mal, die deren Ziel ist es nicht, das Bild mit Dynamik oder Lebendigkeit wirken zu lassen, sondern einfach nur mit Detail. Nur Detail ballern. Und ich versuche das eben nicht. Ich versuche das Detail eher, dass das eher ein köstliches Beigut ist. Dass man sich so denkt, das Bild ist geil. Oh, und guck mal, geil, da sind ja auch noch die ganzen Details. So, dass man nicht sagt, oh, guck dir mal das Bild an, da gibt es so viele geile Details. Nein, nein, ich will, dass die Leute das Bild sozusagen schon von Weitem gut finden und dann, wenn sie das nochmal genauer betrachten, dass sie dann viele Sachen entdecken. Das ist meine Philosophie für Bilder. Das kann jeder anders entscheiden. Wenn ihr das anders entscheiden wollt, ist es natürlich absolut euch überlassen. Es sagt auch keiner, dass das, was ich hier mache, der richtige Weg ist. Vielleicht arbeite ich es auch wirklich nicht genug aus. Aber es sind immer diese Selbstzweifel, die man als Künstler hat. Das ist ganz normal. Hauptsache nicht aufgeben. Hauptsache nicht unterkriegen lassen. Ganz, 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 ganz wichtig. Fällt gerade auf, hier fehlt das Schild.
Das machen wir noch. So, was ich jetzt mache, ist die Silhouette des Charakters ausschneiden. Nochmal konkreter. Wozu das Ganze? Ganz einfach. Wir haben hier ja recht grob gearbeitet. Das hatte ich ja vorhin schon. Das hatte ich ja vorhin schon zu euch gesagt. Wir arbeiten hier sehr grob. An den Kanten des Charakters arbeiten wir sehr grob, weil wir das Ganze noch ausschneiden. Und das machen wir jetzt gerade. Wir schneiden das halt aus. Wir schneiden es nicht wirklich aus. Wir übermalen es sozusagen. Ne, ich mache hier. Warte. Was war das nochmal? Ach ja, Facebook-Sound. Ja, ich wette, ich kann mir vorstellen, dass gerade irgendwer mich darauf hinweist, dass der Stream nicht so gut läuft. Ja, machen wir einfach dann. So. Na, jetzt die Shape. Ich mal die halt einfach genauer aus jetzt. Ich mal sozusagen darüber den Hintergrund. Denn jetzt können wir dann später auf diesem Layer, auf dem ich jetzt gerade male, den ich jetzt gerade erstelle, können wir den Charakter. Oh, warte mal, jetzt kommen wir hier zu Erde. Können wir den Hintergrund auf diesem Layer malen. In Photoshop hat ein schönes, eine schöne Funktion, die nennt sich Ebenenmaske. Und das heißt einfach so viel wie, wir malen nur auf, also wir malen auf einer Ebene über der darunter. Und wir malen nicht überall, sondern wir malen nur da, wo auf der unteren Ebene schon Pixel sind. Das klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ihr werdet das schon verstehen, wenn ihr das mal macht oder wenn wir gleich dazu kommen, später, morgen, wann auch immer ich den Stream halt hier fortsetze, dann werdet ihr schon sehen, was ich meine. Apropos, ich habe mir wirklich überlegt, jetzt jeden Mittwoch den Stream anzugehen, Mittwochabends immer. Ich hatte ja gesagt, Mittwoch um 8. Wir sind ja jetzt angefangen, Mittwoch um 8.30 Uhr ungefähr. Das tut mir leid. Ich habe jetzt erst die Zeit dafür gefunden, leider. Aber ich schätze, wir werden das immer recht pünktlich jetzt auch hinkriegen. So, hier die Schuppen, diese Hörner auf dem Rücken, die sind ganz cool, die sind ganz charakteristisch auch, also charaktergebend, weil sie die Silhouette nochmal verstärken. Die geben der Silhouette mehr Detail. Und das gibt dem Ganzen auch mehr Charakter unbedingt. So. Na, jetzt wenn man von weitem guckt, sieht man direkt diese Stacheln daraus. Und das wirkt. So. Zwischenspeichern nicht vergessen. Das ist fatal, wenn man, ich sag euch, wenn man nicht zwischenspeichert und auf einmal stürzt Photoshop ja ab, ja. Das passiert nämlich immer, wenn man nicht zwischenspeichert. Das ist das Universum. Das sorgt dafür, dass es so ist. Es ist aber auch gut, dass das Universum dafür sorgt, denn dann sichert man die Sachen auch tatsächlich. Na jedenfalls, wenn man nicht speichert, passiert es, es stürzt ab. Und wenn es abstürzt, dann ist man unendlich frustriert. Also die frustrierendsten Momente meines Lebens waren tatsächlich, glaube ich, die, wo ich das Bild von neu malen musste. Ich habe mir 1 oder 2 Stunden Mühe gegeben, wirklich konzentriert an dem Bild gearbeitet. Ich weiß, es gibt schlimmere Geschichten, wo Leute Tage an einem Bild gemalt haben und die Datei dann corrupted war. Da kann man halt mit Speichern auch nicht viel retten, es sei denn, man macht halt so Sicherungsspeicher. Werde ich wahrscheinlich auch hier machen. Es lohnt sich nicht immer, lohnt sich halt bei Bildern, an denen man mehrere Tage sitzt. Da lohnt sich das. Denn Photoshop,
ne, Corrupted Data, das ist echt mega schlimm. Und wenn dann Leute tagelang an einem Bild arbeiten und auf einmal machen sie es eines Morgens an, um es dann fertig zu bringen, und auf einmal geht das nicht, ich kann mir nicht vorstellen, was die fühlen. Das muss unendliche Grausamkeit sein. So. Wir haben ihn fertig. Wir haben jetzt über eine Stunde läuft der Stream schon. Ich hätte echt Bock, noch den anderen zu machen. Nur ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Das heißt, leider werden wir das nicht mehr jetzt machen. Leider werden wir es nicht mehr jetzt machen. So. Nee, genau. Ich werde das so jetzt erstmal abspeichern. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das Video findet ihr auf YouTube. Oder wenn ihr gerade in YouTube seid, Video findet ihr auf dieser Seite hier. Ihr könnt einfach den Link, den ich gleich in Facebook adde, gehen und da auf das Video dann. Was noch? Im Grunde, eigentlich nichts. Also, nächsten Mittwoch ist auf jeden Fall wieder Stream, aber bis dahin, glaube ich, werde ich doch nochmal streamen, denn ich habe noch ein paar Sachen zu tun und ja, wenn ihr dabei sein wollt, würde mich das auch mal freuen. Gut, also dann, danke fürs Zuschauen und macht's mal gut.